Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PXH Super League. Wir sind immer noch beim ersten Spieltag und zwar haben wir das zweite Match. Aber zuallererst wollen wir natürlich mal meinen Kommentator, meinen Co-Kommentator Tigi begrüßen. Hallöchen! Hallo Tinte! So, na, wieder heiß? Ja, zweite Runde, ne? Ja, ich find's, also ich muss echt sagen, als ich es bearbeitet habe, das Video, saugeil. Es wird einfach richtig Spaß machen. Also ich merke jetzt schon, in dir ist eh ein Kommentator verloren gegangen. So als Expertenmeinung finde ich überragend, hat mich so irgendwie an, keine Ahnung, Lothar Matthäus erinnert hier bei Sky easy. Sport. Easy, easy, easy. Gut, wollen wir nicht lange schnacken, wir gehen wieder mal in die Boxengasse, oder? Boxengasse und dann Schauen wir mal, wer denn da heute so antritt. Los geht's, beziehungsweise wir könnten uns noch kurz die Tabelle anschauen und zwar jetzt. Dann wollen wir doch mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Es hat sich eigentlich natürlich nichts groß geändert zum letzten Spieltag. Wir hatten bisher das Auftaktspiel zwischen den Trinksportfreunden und den Gearhead Bears. Und das ist ja dann doch am Ende relativ klar ausgegangen. Und damit stehen momentan die Trinksportfreunde an erster Position. Aber das kann sich natürlich heute ändern. Wir werden einfach mal schauen, was denn jetzt für ein Matchup startet und vor allem, was sie für eine Tordifferenz erzielen können. Und je nachdem können sie dann zwar punktetechnisch nur gleichziehen, aber mit der Tordifferenz könnten sie sich an den Trinksporthelden vorbeischießen. Und deswegen, ja, würde ich einfach mal sagen, schauen wir uns jetzt einmal mal an, wer denn heute antritt. So, da sind sie schon. Schau mal hier, für eine Handvoll Kuchen. Ich glaube, das müsste schon nett sein mit dem Kuchen auf dem Dach. Und dann haben wir hier noch den Eis mit dem blauen Halo. Hallöchen. Hi. Hallo. Ja, ich höre schon. Bunte, den sieht man gerade nicht, aber der ist wenigstens motiviert. Da höre ich schon hinten dran, wo ist mein Kuchen? Ja. Ja, ihr seid das zweite Match, ne? Also das zweite Match in der Liga B. Ja, ja. Und was habt ihr euch vorgenommen? Wie ist denn das erste ausgegangen? Wer ist denn jetzt unsere Hauptgegner im Moment? Momentan, also das werdet ihr ja später dann schon wissen. Ist momentan Grasi, also wie hießen sie? Trinksportfreunde, Tiki? Oder? Die Trinksportfreunde, genau. Die sind auch recht stark. Also die sind gut unterwegs gewesen. Das sind die, die sich in B mit Silber beworben haben und letztendlich das Platin und rausgekommen Platin, sind. Und jetzt Platin 3 sind, genau. Sollten eigentlich disqualifiziert werden, solche Sauhunde. Definitiv. Man muss hier übrigens mal hier wirklich eine Lanze brechen. Jeanette hat dieses Spiel, glaube ich, gefühlt, ich weiß es nicht, 14 Tage, wenn überhaupt. Deswegen wirklich meinen Respekt, dass sie hier mitmacht. Es war so, eigentlich hätte ja das geheime PXH-Team sollen aus Ferb und Bunte bestehen, aber Ferb ist leider momentan, was heißt leider für ihn, gönne ich ihm das sehr, der ist momentan auf einer kleinen Reise für einige Wochen im Himalaya, soviel ich weiß. Dementsprechend. Und er wollte sich einfach keinen Laptop kaufen und dann WLAN suchen. Ist der Frechheit. Der hätte ja wohl auf dem Mount Everest da oben mal eine Runde hier mit was, uns. Was soll nicht da stören? Weißt du, keine Interferenz. Einfach Frechheit. Signal, echt so. Nein. Wahnsinn. Nee, Wahnsinn. Echt immer. Mit so Leuten sollst du arbeiten, weißt du? Ja, ist eben. Naja, lange geschnackt. Ich würde sagen, wir fangen einfach an und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Viel Spaß euch! Und weiter geht's mit der PXH Super League. Eisbunte Abt. Seppel heißt er, okay. Jeanette auch dabei. Jetzt wird's mal richtig interessant. Boah, hier gibt's schon eine ganz schön krasse Offensive von Blau. Ja, ich sehe ja schon. Also, Jeanette wird da ins Tor gebammt. Hast du das hinten gesehen? Ja. Ja, ja, das ist ja wieder frech hier. Okay, was machen sie? Wo ist eigentlich Jeanette? Bunte hat den. Bunte haut ihn durch. Sogar. Bunte ist auch nicht schlecht, wirklich. Bunte, mit dem habe ich ja auch Platin gespielt früher. Also Bunte ist da schon. Jeanette nimmt den Ball an sich. Man muss dazu sagen, Jeanette spielt das Spiel seit 2 Wochen. Also das ist total verrückt. Und trotzdem hat sie sich bereit erklärt, hier mitzumachen. Ich finde es total geil. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, warum. So, Jeanette springt am Ball vorbei. Das wird ein heftiges Spiel. Das wird ein heftiges Spiel. Jetzt Achtung, Ball Control. Knapp. Der kommt ganz schön gefährlich in die Mitte. Ja, der ist böse, der ist böse. Ist nicht in Position. Nee, den holt er nicht. Aber, Eis. Da haut da aber einen nicht raus, schlecht, du. Nicht schlecht. Was hat er denn jetzt gemacht, du? Er ist aber angeflogen, er hat ihn ziemlich sicher getroffen hier. Okay. Mit der Rolle noch, ja. Also, da dreht er. Das ist natürlich jetzt ein Niveau, wo ich sage, Jeanette spielt das Spiel seit 2 Wochen. Ich will gar nicht wissen, was die gerade reden. Also, egal, schauen wir mal weiter zu.
Jeanette, oh, aber sie, hast du das gesehen? Oh. Sie hat sich schon mal gewagt, hochzugehen. Ja. Gut, dass Bunse den noch hatte, der wäre volle Kanne rein. Also ich muss echt sagen, es hätte mich wahnsinnig interessiert, wie es gewesen wäre, wenn Ferb und Bunte gespielt hätten. Ich glaube, das wäre ein ernstzunehmendes Gegnerteam wirklich gewesen. Wirklich, weil ich weiß noch, dass Bunte und Ferb... Oh, close. Der ist nicht so gut gesaved, da Jeanette... Oh, die fliegt schon mal. Was macht er denn jetzt? Jeanette, was macht sie denn? Also ich habe, bis ich, keine Ahnung, 300 Stunden gespielt habe, noch nicht mal fliegen können. Und die heizt da hoch. Sie ist schon mal ab, das ist schon mal... Ja, sie ist schon mal oben. Das wird gefährlich. Jeanette, ja, ich glaube, wäre sie selbst, hätte sie die Kurve dort zum Schluss nicht gemacht, wäre sie nicht mehr rangekommen. Also ja, das war ein... Auch Bunte hier, aber man muss auch dazu sagen, Bunte hat auch wirklich zu mir gesagt, er wird nicht speziell üben, weil, ja, klar, also es ist wirklich auch just for fun. Ich finde es auch cool, weil es geht auch darum, auch nächstes Jahr, wenn die Super League wieder neu startet, die neue Liga, also 2020 wird es dann sein, sollt ihr euch bewerben, ja? Also auch wenn ihr niedrigeren Ranked habt, ihr könnt mitspielen. Es ist für alle was dabei. Kein Toxic, kein Flame. Genau das brauchen wir nicht. Deswegen, ihr seid herzlich eingeladen, euch dann auch zu bewerben. Und hier sieht man es auch, wie es gemacht wird. Jeanette hat einfach gesagt, hey, kurzerhand, ich fasse mir ein Herz, mach das. Aber was er hier raushaut, hast du gesehen, was er hier... Ja, aber das war schon sehr nah dran, ne? Also, ich bin mir sicher, dass er die auch ab und zu mal macht. Ja, also auf jeden Fall, Ja, also die haben natürlich die absolute Lufthoheit. Ja, das stimmt. So, was passiert? Jeanette muss übernehmen, sehr gut. Oh, ja, wäre gut stehen geblieben, das wäre gut gewesen. Ja, ja. Oh, aber Jeanette, also, dass sie das erst ganz neu spielt. Ja, ich habe auch schon gehört, dass sie im Training ziemlich gut performen soll. Okay. Schau mal, was er treibt. Hey, hör mal doch auf, was ist? Was? Was ist der für ein Rank? Ich glaube Platin... Okay, wenn er jetzt fliegen könnte, wenn er jetzt fliegen könnte, das wäre ein Saved Goal. Ja. Ja, das ist natürlich, ja, da kann er... Jeanette, du! Hat keiner gesehen. Das war eine Handvoll Kuchen. Rausgeschnitten. Ja. Ja, aber Eis ist auf jeden Fall, klar, Eis ist eine höhere Liga, als ich denke mal alle hier auf dem Feld. Ich weiß nicht, welche Liga Fall, auf jeden ist, Fall, aber, auf jeden Fall. Also es wird interessant, es wird auf jeden Fall interessant, glaube ich, tatsächlich Eis. Und Eis wenn gegen ich jetzt Grasi, das, also gegen vorne, wenn ich an das letzte Spiel denke mit Grasi, dann wird das, glaube ich, interessant. Ja, das ist sau schwierig. Also hier was mitzunehmen wird, glaube ich, fast unmöglich. Also, ja. Was auch ein interessantes Match werden könnte, ist, glaube ich, Bär und, PXH. Es ist, wie gesagt, für Bunte, das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, weil die hier wirklich sie abfertigen, ne? Ja. Und Bunte ist eigentlich nicht schlecht in dem Spiel, aber wenn du halt komplett, im Prinzip muss man ja schon sagen, er muss eigentlich alleine machen, weil er weiß ja nicht, was Jeanette hinten machen kann oder nicht. Aber kein Vorwurf gegen niemanden von den beiden. Das tut mir eher ein bisschen weh. Ich bin gerade schon am überlegen, ob wir da mal ganz kurz so eine Minute Tiki mitspielen lassen. Soll ich aber mal rein? Ich habe 3x3 eingestellt. Easy. Einfach mal so zack, ups. So ganz kurz. Aber erst im zweiten Game. Erst im zweiten Match. Das können wir jetzt noch nicht bringen. Wenn das zweite dann durch ist oder so, dann gehst du kurz mit rein und dann wird mal kurz rasiert. Oder ich mache das, weil es ist ja PXHT. Schade. Jeanette! Also was ich interessant fand, gerade beim ersten Tor, was Eis da geschossen hat, der Aerial da vorne, der hat gut reagiert, der Hit, der war, kam ein bisschen guter lucky Save. Mir vor, guter aber guter Save auf jeden Fall. Oh, auch das wieder. Damit muss man nicht unbedingt rechnen. Nee. Ja, der kommt natürlich. Das ist auch wieder aber da ist sein Mate zum Glück nicht da. Zum Glück, ja, okay, unparteiisch. Aber ein guter Schuss, ein sehr guter Schuss. Wir sind jetzt parteiisch. Wir sind nicht parteiisch. wir sind nicht parteiisch. Okay. Was ich sagen wollte, bei Eis beim ersten Tor hat man schon gesehen, Eis muss den Mate gesehen haben, der auch für den Ball hochgegangen ist, aber er geht trotzdem hoch, das heißt, hätte den gemisst, wäre alles vorbei gewesen für die. Ist echt so, ja. Ist ziemlich selbstsicher bei dem, was er macht, und er ist wahrscheinlich auch der Beste auf dem Feld, das ist wie bei Krasi. Ja, ist so. Ich würde gerne mal wissen, wie jetzt sein Mate so drauf ist, weil von ihm kann ich jetzt bisher noch gar nicht so einschätzen. Aber das hier, was hat er... Ne, ich sagte jetzt gerade ohne Witz, der geht zum Flip-Reset. Zum Flip-Reset? Das wär's gewesen. Flip-Reset in der B-Liga.
Ciao. Ich habe gerade ungelogen gedacht, der geht zum Flip-Reset, aber es sah nur so aus, weil er die Reifen so zum Ball positioniert hat. Bunte geht einmal drauf. Aber 4-1 ich muss sagen, Bunte spielt ganz schön. Ich sag ja, Bunte war, als wenn wir, schau dir mal die ganzen alten Folgen. Der geht, der rollt rein. Also da als kleinen Tipp, wenn ihr mal sehen wollt, ganz früher, vor 2-3 Jahren noch Bunte und ich, wo wir als das angefangen haben mit Rocket League, wir haben da als schon mal ganz gut performt. Also der hat auch immer, der war immer besser als ich, würde ich sagen, auch schneller auf jeden Fall. Er hat schneller die Bälle committed und er war auch an der Wand immer viel, viel besser. Und für das, dass er das immer nur casual gespielt hat, da ziehe ich einen Hut, ja. Das stimmt. Da zieh ich seinen Hut auf seinem Auto. Ja. Okay, Bunte, schau, sowas meine ich. Also der ist schon, der weiß schon so, was er macht. Der spielt ja auch nicht oft, muss man sagen. Der spielt gar nicht. Der hat das letzte Mal gespielt bei unserer Aufnahme. Das war vor 3-4 Monaten. Da hat er einmal gespielt. GG. Ja, trotzdem ein klarer Sieg. Ja, klar. Also da kannst du wenig machen. Aber es wird sau interessant, wenn ich an das letzte Spiel denke. Mit Grasi und... Es ist ähnlich, ne? Grasi war auch dort überlegen einfach. Der überlegene Spieler auf dem Feld. Ja. Und sein Mate war auch nicht ganz so weit oben wie er. Und hier ist es gleich mit Eis und Seppel. Also es wird sehr, sehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur Runde 2 über. Also wie gesagt, wenn das jetzt eine Abfertigung wird, dann wird mal kurz Tigi da oder ich. Das machen wir schon. Okay. Weiter geht's. Und zwar jetzt. Jetzt. Ja, ich finde auch die Farbkombination von Bunte echt schön. Das habe ich auch meistens Und das Dekel fand ich auch früher immer das Geilste. Das ist das Anfangsdekel, ne? Gut, ja, nimmt er gut mit. Vornehm gekleidet mit seinem... Ah! Eis geht halt direkt wieder an die Wand, du. Das ist... Ja. Und man sieht auch, Eis spielt das Spiel einfach oft. Weil, schaut euch mal den Boost an. Diesen Boost bekommt ihr nur, wenn ihr hier bei RLCS und so weiter zuschaut. Das ist nämlich einer der Boosts, der man droppen kann. Also so ein Item-Drop auf, das ist der von Twitch, wenn du auf Twitch zuschaust. Klar kann er sich auch getauscht haben, aber wir haben ja vorhin schon gehört, 800 Stunden oder sowas. Ja. Dementsprechend. Aber ich habe tatsächlich mit dem hier, was sie hier machen, nicht gerechnet in Liga B. Ja. Ja. Es ist natürlich ein bisschen, er kann ein bisschen ungehindert hier spielen, er kann frei aufspielen. Ich weiß nicht, ob Grasi da nicht das auch so spielen könnte. Weiß ich nicht. Werden wir dann sehen im direkten 2 gegen 2. das war die Chance. Ist immer noch die Chance. Oh. Janett, wo bist du denn, Janett? Janett. Der geht aber nicht. Der geht nicht. Hunter hat nur gewartet und dachte so, wann kommt sie? Der hat gerade ein bisschen Kuchen gegessen. Oh, der Bam. Der war richtig wichtig. Janett hinten dran. Piu. Oh Mann. Ja, aber natürlich. Rocket League, ich meine, Rocket League am Anfang ist echt ein hartes Spiel. Ja, und 14 Tage ist. So. Also. Ist nichts. 14 Tage. Nee. Oh. Und man muss dazu sagen, sie hat jetzt auch nicht durchgesucht in den 14 Tagen. Nein, gar nicht. Also man muss echt sagen, ich weiß noch sehr genau, wie ich das erste Mal in dieses Spiel gekommen bin. War witzigerweise auf einer Party bei. Also, wir hatten. War eine Party. Es war im Studium eine Party bei uns. Also, wir haben sie nicht veranstaltet, sondern. Andere Studenten und dann war da hinten eine Konsole aufgebaut, die Xbox, und die haben tatsächlich hier Rocket League gespielt. Ich hatte das ein oder andere Schlückchen zu viel, Wasser natürlich, ich fand es ultimativ witzig und ich dachte so, ganz ehrlich, ich bin eigentlich nicht, nice shot, guter Schuss, ich bin ehrlich nicht so, also ich habe eigentlich immer schon so ein bisschen Händchen, wenn ich ein Spiel neu anfasse, dass ich nicht komplett versage. Das war das erste Spiel, wo ich so dachte, what the fuck, ich komme überhaupt nicht drauf klar. Ich hab den Ball schwerer eingeschätzt, ich habe eine ganz andere Physik erwartet in dem Spiel, so eher wie FIFA. Und dementsprechend, das war was komplett Neues und hat mich komplett aus den Socken gehauen. Und trotzdem habe ich sofort richtig gefeiert und habe mir einen Tag später das Spiel gekauft, weil ich es so geil fand. Der Ariel gerade war schon wieder stabil. Vielleicht waren es auch 2 Tage später, weil ich hatte einen ziemlichen Schädel danach. Aber... Das Wasser war auch nicht mehr allzu gut. Ja, es war auch richtig gutes Wasser. Ja, das war das Kölscher Wasser hier. Pass, Janette. Ah. Oh. 1 gegen 1 gegen Eis ist, glaube ich, 1 gegen 1 gegen Eis, okay. Oh! Ja, Eis ist da einfach ein bisschen einen Zacken zu schnell. Das ist ein bisschen overpowered, ne? Ja. Ja, er geht hier drauf und kann direkt follow-upen. Ja, es ist natürlich, also er spielt so ein bisschen... Für sich.
Aber trotzdem ein Tor, es sind zwei Tore Unterschied, also theoretisch. Noch alles drin, ne? Tinte? Sieht keiner? Ist schon jetzt raus? Raus, ja. Ja, sehr gut. Okay, Bunte, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, Bunte. Lass rasieren. Da schaltet sich einer von Team Inke Tigers ein. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bunte, pass. Mann. Ach komm, ja, also ich beurteile jetzt mal dein Gameplay hier. Ja, alles klar. Ich finde es cool, dass sie mitmachen, Jeanette. Und deswegen, finde ich, muss man ihr einfach auch hier kurz erlauben, einen Cheat zu nutzen. Und ihr seht ja, der Cheat bringt gar nichts. Weil dieser Typ von diesem Inke Tigers Team ist einfach komplett... Ich wollte gerade sagen, der geht auf dem Aerial ohne Boost. Ein Komplettlappen. Ich war auch zum Kommentieren... Oh, ey, das war doch ein ganz klarer Bug hier. Ja. Ja, schön. Hab ich? Hab ich nicht? Warte mal. Ja, jetzt doch, den hast du aber jetzt. Oh! Rasiert! Du hast mir so die Ehre genommen. Jeanette, komm, schreib mal kurz Jeanette, dass sie wieder rein soll. Ja. Ja. Also ihr seht, es ist einfach auch, und das ist auch, oh, schade, guter Pass. Es ist auch wirklich so, es soll auch wirklich Spaß machen. Und ganz ehrlich, hier, wir haben gesehen, das Team Ice hat hier ganz klar einfach gewonnen. Aber ich finde, warum nicht? Wir sind immer noch die Pixelhelden. Und da darf man auch mal kurz ein Späßchen machen. Ah, knapp, war mein Fehler. Ist schon nicht wieder drin? Weiß es, nee. Nee, okay, dann spiele ich es kurz halt fertig. Ist die Frage, ist sie in der Gruppe? Ja. Oh. Oh! Danke. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob sie weiß, wie man ein Spiel joint. Ich hab ihr nicht geschrieben. Hast du ihr geschrieben? Ja, ich hab ihr geschrieben, aber ich weiß nicht. Start drücken und... So, Bunte, komm, pass! Komm, wir machen Unentschieden und dann Overtime. Okay, machen wir. Gefaked! So, Achtung. Oh! Jetzt zeigt er seine 1v1-Skills. So. ich geh mal kurz unten in den Channel. User left your channel. Achtung, Seppel kommt. User joined your channel. Ich vertraue auf Bunte. Bunte macht das jetzt. Jeanette ist wieder drin, ich muss wieder raus. Ja. Nein, und ciao. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich doch noch drin bleiben. Das geht so nicht. Ich muss drin bleiben. Also, ihr habt es gesehen. Ich muss drin bleiben. Was soll ich machen? Nee, komm. Ist es okay. Ich gehe raus. Warte, Team wechseln. Das ist auf jeden Fall eine sehr chaotische Runde hier. Ja. Wie kann ich hier zuschauen? So. Und weil. Jeanette! Jawohl. Siehste. Brauchen dich gar nicht. Wir sind unparteiisch. Oder Kickoff, ne? Einfach also, straight drauf. Also, wir sind unparteiisch. Ja. Man muss auch sagen, dass Team Inke Tigers schon mal den ersten Strike bekommt für unsportliches Verhalten. Das wird ihr dann direkt. Okay. Es wird Minuspunkte geben in Liga A dann demnächst. Okay. Und zwar alles wegen Tiggy.
Okay. Oh! Heieiei, du, aber die sind auch gut. Also Eis, Eis, ganz ehrlich, Eis sehe ich. Ich persönlich sehe Eis in Liga A eigentlich. Ja, ja. Ja, ja, auch sowas, was er hier macht. Das ist Liga A. Ja, kann ja auch passieren, wenn das sich qualifiziert. Ja, das ist halt auch wirklich so, wo die Bewerbungsfrist war, das war letztes Jahr irgendwann Weihnachten. Da sind Leute, die haben sich mit Silber beworben, sind mittlerweile Platin, und andere haben sich mit Dia beworben, sind mittlerweile Champ 1-2. Klar, ist jetzt so, aber es macht trotzdem... Jawohl, gut. Kann man schon mal applaudieren. GG, war nice gemacht. Muss man schon mal sagen. Auf jeden Fall. Ja, also Eis war schon stark auf jeden Fall. Die waren schon stark. Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns wieder in der Boxengasse, oder? Jo. Bis gleich. Ja, was war da denn los? Ich habe gesehen, da ist plötzlich so ein komischer Flitzer über den Platz gerannt. Ganz verrückt. Ich würde behaupten, da hat jemand Muffensausen bei den Großen mitzuspielen und spielt deswegen in der B-Klasse mit, obwohl er um Welten besser ist als die B-Klasse. Nein. Das war eigentlich eher so, du musst dir dann den Kommentar von uns dazu anhören. Ich habe gesagt, ich kann meinen Premade von damals nicht alleine lassen. Es tat mir einfach weh, das zu sehen. Und man muss ja auch dazu sagen, Jeanette, seit 2 Wochen spielst du das Spiel. Ich habe nach 2 Wochen nicht mal einen Ball getroffen. Die fliegt da plötzlich am Tor entlang. Das war ich auch nicht. Jeanette war gut. Das hat geklappt. Ich meine eher der ICE, der durch die Gegend fliegt wie ein junger Halbgott. Das war krass. Das haben wir auch so registriert. Wir haben auch gesagt, da sollte eigentlich einer definitiv in Liga A spielen. Was bist du denn für eine Liga? Ich bin Platin und habe das eingegeben und habe mir darauf danach gesagt, ich guck mal, wie es wird. Und nee, hatte damit gerechnet, dass der Großteil der anderen Spieler auch Platin ist. Ja, du hast aber auch vollkommen recht. Du hast nichts falsch gemacht. Wir haben diese Range ganz klar eingegrenzt von Bronze bis Platin, weil es halt nicht anders geht, weil Platin zu Dia und Champ ist einfach schon nochmal ein Unterschied. Und wir hatten einfach nicht die Möglichkeit, 3 Ligen zu machen. Es ist so schon echt sau viele Bewerbungen gekommen. Nächstes Jahr bist du vielleicht eher in der Liga A. Bunte spielt dann mit mir in der Liga oder A, weil der, der trainiert. Ja, oder Bunte war auch echt gut, muss ich zugeben. Stimmt, also, ihr könnt ja auch, also der Sieger von Liga B, ne, steigt ja auf in Liga A. Also das stimmt, heißt, ihr könnt dann bin ich nicht los. Also was ich dazu sagen muss zu Jeanette, also ohne mein Respekt, ich habe damals nicht so gut gespielt, also kurz. Ich auch nicht, also wie gesagt, 2 Wochen, dann musst du dir überlegen, wer kommt dann freiwillig und sagt, ich nehme das auch noch mit auf, dürfen alle sehen. Ich finde es sau stark, dass Jeanette mitgemacht hat. Ja, hat auch echt Spaß gemacht zuzuschauen und wie gesagt, die hat echt... Ich dachte, das wärst du, Bunte, die fliegt. Ich bin mit unserem Team total zufrieden. Ich bin eher mit dem Gegnerteam nicht so zufrieden. Ja, das stimmt echt so. Da muss man nochmal drüber reden. Aber ich habe schon vorhin noch was gerade angekündigt. Im anderen Team, also Team Krasi, da sieht es fast genau gleich aus. Da ist auch Krasi sehr, sehr krass mittlerweile. Und, und der andere eben eher, auch so ein gutes Niveau schon. Also das wird richtig interessant zu sehen, was Krasi... Hartes Battle zwischen Trinksportfreunde und Eisiges. Das wird interessant. Das billige Aufstiegsbattle, glaube ich. Schön, dann würde ich sagen, blenden wir nochmal kurz die Tabelle ein, wie es momentan aussieht. Es ist ja immer noch Spieltag Nummer 1 und wenn ihr noch was sagen wollt, eure Oma grüßen wollt oder euch nochmal beschweren wollt, weil hier einfach irgendwelche Leute wie Halbgötter durch die Luft fliegen, könnt ihr das jetzt tun. Ja, auch Pascal, wir haben ja trotzdem, dass du kurz eingeschritten bist, verloren. Also wenn du so in Liga A spielst, ich glaube, dann sieht es ziggy, ich brauch so einen neuen Teamkameraden, nimmst mal ICE mit und schick Pascal ein bisschen runter. Danke. Ich fand es übrigens nicht nett, wie du mir die Ehre zweimal genommen hast. Ich hab also keine das erste Ehre. Mal, das war schon dumm. Beim zweiten Mal habe ich so gezittert und das so vergessen, Mann. Das war so kacke. Was hast du vergessen, was ich vorhin gemacht habe? Ja, dass du safe über mich spielen wirst. Nein. Das wollte ich gar nicht. Glaube mir, das war nur ein Zufallsprodukt. Das war absolut nur glücklich. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall, es war schön, euch zuzuschauen. Und ja, wir sind erstmal raus und natürlich geht's bald schon wieder weiter mit den nächsten Partien. Macht's gut, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Und damit wollen wir mal noch einen Blick hier auf die Tabelle werfen. Es hat sich nach dem zweiten Spiel doch einiges verändert und zwar nehmen nun die Ice Eagles den Platz an der Spitze ein, denn sie haben 1 Tor mehr geschossen als die Trinksportfreunde, haben jetzt aktuell 11-6 Tore und schieben sich dadurch mit einem kleinen Törchen an den Trinksportfreunden vorbei, haben eine Tordifferenz von +5 Punkten und natürlich die Gesamtpunkte von 3, ebenfalls wie die Trinksportfreunde. Und hier seht ihr auch, es kommt am Ende, kann es tatsächlich ein solches Tor, kann am Schluss entscheiden, wer wirklich den Aufstieg
Aufstieg macht in die Liga A. Also es wird wirklich spannend und momentan zeichnet sich so ein kleines Private Match zwischen den Ice Eagles und den Trinksportfreunden ab. Aber es kann sich natürlich noch jede Menge tun. Die Gearhead Bears sind aktuell an der dritten Position, weil hier haben wir einen ähnlichen Fall. Für eine Handvoll Kuchen haben nämlich ein Tor mehr kassiert in der Differenz und haben mit minus 5 Toren dadurch den Platz 4 an der Tabelle eingenommen. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Und ich freue mich schon jetzt auf die zukünftigen Partien und bleibe dann eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die PXA Super League und wir sind an dieser Stelle raus. Macht's gut und schönen Tag, bleibt sportlich, bis dann.